Vulva. Menstruation. Sex. Testosteron. Klitoris. Eisprung. Let the period begin. Let the period begin. Let the period begin. Swoosh. Intimbehaarung ist unhygienisch. Richtig oder falsch? Falsch. Falsch. Also warum sollte das unhygienisch sein? Ich lese die Antwort vor. Es ist falsch. Für die Hygiene spielt es keine Rolle, ob die Behaarung auf deiner Vulva rasiert ist oder ob man die Haare wechseln lässt. Intimbehaarung ist sogar ein Schutz vor Schmutz, Bakterien und Viren. Ja. So wie du dich wohlfühlst, so machst du es einfach. Es ist dein Körper. Ja. Und wie fühlst du dich? Mit oder ohne? Los! Oh Mann, manchmal seid ihr mir echt zu komisch. Da... So ein Mittelding? Hast du schon mal ohne? Ja, aber das ist total... Das ist bei dir irgendwie immer anders. Das stimmt gar nicht. Du hast gar keine Ahnung. Also... Hey, immerhin 3 Monate! Ich weiß nicht, aber es ist so nervig, weil man muss sich immer frisch rasieren, ansonsten tut's weh. Tut's weh? Warum? Ich finde, aber das sind immer nur diese 3 Tage danach, die finde ich extrem unangenehm. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, bevor ich noch nicht mit dir zusammen war, war ich auch voll im Dschungel. Warum auch? Überspielen wir das jetzt einfach alles und gehen zur nächsten Frage, oder? Aber Moment mal, jetzt bin ich neugierig. Ja. Ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Stopp, wir raten. Sag mal. Ich glaube, du bist behaart, aber du hast eine Intimfrisur. Ich mag es lieber, wenn es gar nicht. Gar nicht? Wenn ich wirklich den ganzen Bereich einfach frei sehe. Wenn ich merke, dass meine Periode kommt und es steht nichts auf dem Weg. Sie kommt einfach so. Kannst du ein Stück kurz? Ja, oh sorry. Das ist super. Ne? Also, besonders im Sommer. Im Winter mache ich eine Pause. Ja, da ist auch kalt im Winter. Ja, aber... Ein kleines Fell. Ja, im Winter, also im Winter ist das Dach voll. Aber im Sommer so wirklich... Genieße ich die frische Luft. Das ist genial. Manchmal machst du mich wirklich sprachlos. Ich bin so froh. Läufst doch nachts in deinem Garten rum, Lea. Woman, oh Woman, Woman, let the period begin. Machen wir jetzt hier so einen Probedurchlauf von dem Spiel? Ja, gerne. Denk an Sex. Ja. Denk an Sex. Ihr seid fleißig am Spielen? Wir sind fleißig am Spielen. Hallo. Wir sind Tanja und Steffi und zusammen sind wir O-Woman. Mit O-Woman möchten wir Normalität, Offenheit und Leichtigkeit mit dem Thema Frauengesundheit und unsere Körper. Wir wollen einfach schaffen, eine Welt ohne Scham, wo unangenehme Fragen einfach normal werden. O-Woman gestaltet frühzeitige Aufklärung, vermittelt mit Spaß Wissen und vor allem regt es zum Dialog, zum gemeinsamen Dialog an. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn es ums Thema Periode, Zyklus und allgemein um den Körper geht. In dem Sinne, let the period begin!